Hallo und herzlich willkommen zu, ja, War Thunder. Ich habe mir gedacht, ja, Planet Base, da warte ich ja jetzt einfach mal auf eure Antworten. Ansonsten bin ich im Moment, spiele ich relativ viel War Thunder und ich habe mir gedacht, komm, machst du mal eine Folge. Mal gucken, wie das ankommt. Ich spiele die Deutschen, also beziehungsweise mit den Deutschen habe ich angefangen und bei denen arbeite ich mich gerade hoch. Wir haben hier schon ein bisschen was freigeschaltet. Angefangen mit Panzer 3, dann der Tiger, davon habe ich jetzt, also ich habe ehrlich gesagt schon bis Tiger 2, aber das mag ich nicht irgendwie. Ich finde ab Tiger 2 wird es wahnsinnig ätzend, dann. Also ich habe das einmal ausprobiert, ich habe den einmal genommen, halt eben, und habe direkt schon hier gegen 10,5 cm Tiger gekämpft, Panther 2 und hier, was es halt eben bei den anderen Nationen auch Tier 5 ist. Und naja, finde ich nicht so schön. Ich mag es wirklich mit Tiger und Panther und Panzer 4 und und den Panzer J. Den habe ich noch gar nicht fertig researched. Okay. Ich weiß gar nicht, ob der jetzt auch irgendwie was Besonderes an sich hat. Aber ich gucke mal eine Modification. Okay. Ja, Problem ist, ich nehme den Tiger eh jetzt nicht, wähle ich nicht aus. Ich wähle jetzt, ich nehme die für die folgenden Runden jetzt den Tiger H1, den Panzer 4H und den Panther D. Habe ich alle schon freigeschaltet, also alle Module und so. Fies wird es dann, wenn ich zum Beispiel den Tiger E nehme, dann ist da öftermals ein Tiger 2 bei. Und den Tiger 2 ist unglaublich schwierig. Ich habe gerade hier bei der Panzerung geguckt. Aber mit dem Tiger H1 oder Tiger E ist es relativ schwierig, so einen Tiger 2 Panzer zu durchdringen. Wir haben zwar bei dem Tiger E hier nachher Panzergranate 40. Womit wir dann 220 mm bzw. 143 mm auf 2000 Meter durchdringen können. Damit sollte ich einen Panzer 2, einen Tiger 2 platt kriegen. Aber bis ich da erstmal hinkomme, ja, ich muss ja hier das alles erstmal freischalten, dann hier irgendwie ein bisschen was und hier auch, bis ich erstmal hier angekommen bin und das ist mir einfach zu ätzend. Darum lasse ich den Tiger E jetzt erstmal weg. Da level ich dann so ein bisschen so mit Premium-Account. Das gibt ja relativ viel Research Points oder wie heißen die Dinger? Weiß ich jetzt nicht. Gut, ich will nicht lang um den heißen Brei reden. Wir haben unsere Fahrzeuge gewählt. Wir machen erstmal Arcade-Battles. Habe ich eigentlich die meiste Zeit gespielt zum Leveln. Unsere Crew, genau, wir können ja auch Crew hochleveln. Da habe ich im Moment halt eben mich konzentriert darauf, dass die Nachladegeschwindigkeit möglichst hoch ist und dass die Vitalität, also die ich sag mal, wie nennt man das? Vitalität kennt ihr auf jeden Fall, dass die auch hoch ist. Das heißt, dass nicht bei jedem MG-Treffer die Leute bei mir ausgenockt sind. Nein, so krass ist das natürlich nicht, aber okay. Ich nehme mal den Panzer 4. Hier. Den schnappe ich mir mal und dann versuche ich schnell zu C rüber zu kommen. Die Taktik habe ich mir ehrlich gesagt schon länger ausgedacht, dass ich das mal machen sollte. Benutze ich allerdings jetzt das erste Mal, weil ich bin so gar nicht gut im, ja, nicht unbedingt Nahkampf, aber
Ich sag mal, wenn ich mittendrin bin, dann komme ich leicht aus dem Konzept. Weil dann muss ich auf alle möglichen Richtungen achten. Mindestens 180 Grad, also hier und hier. Ich könnte ja von allen Seiten angegriffen werden. Und darum bin ich immer lieber gerne ein bisschen weiter hinten und snipe darum. Und wir versuchen das jetzt hier mal. Versuchen wir mal möglichst hinter dem Waggon hier zu stellen. Ah, komm. Ein Snipe von hier rüber. Packe ich das? Nicht schön. War nicht wirklich schön. Aber die Zone gehört immerhin uns. Gucken, komme ich da rüber? Versuch's mal. Oh, das war nicht gut. Komm schon, ich sehe ja noch nicht mal was. Ach, ey, das fängt schon wieder prickelnd an. Hier kommt... Nein, aber der Turm kann sich natürlich nicht bewegen. Scheiße. Ja, das geht ratzfatz hier. Oh, und das ist auch manchmal echt frustrierend. Oh, guck mal, ich habe hier sogar ein Backup. Egal, wir nehmen den Panther D jetzt. Und das schwere Geschütz nehmen wir als letztes. Obwohl der Panther D auch... Also der Panther an sich ist ziemlich gut. Einziges Problem an dem Teil ist... dass der circa mit 1 Kilometer pro Woche rückwärts fährt. Ja, guckt euch das mal an. Das ist schon ziemlich ätzend. Aber mal gucken, was der Panther A sagt. Den habe ich ja fast schon freigeschaltet. Fehlt nicht mehr viel. Und überhaupt sind die deutschen Fahrzeuge halt nicht jetzt nicht unbedingt die schnellsten. So, ich gehe wieder zu C, um mich zu rächen. Muss auch immer auf die Karte gucken. Weil was man natürlich nicht will, ist, dass man irgendwann von der Seite angegriffen wird. Gucken wir mal, was ist hier so. Da gibt's was. Komm, 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 komm. Den Fahrer habe ich auf jeden Fall, aus disabled, sage ich mal. So, da haben wir ihn. Ich finde das immer schön mit der Ansicht oben rechts, die den Treffer anzeigen. Was denn? Da, Leute. Scheiße. Einer hat es gemerkt. Oh Gott. Egal, mit dem Tiger müssen wir jetzt, das meine ich nämlich, dass so, wenn man wirklich so auf einen 180 Grad Bereich achten muss, ist immer kacke. Ich habe lieber immer so vor mir, ich mache nochmal diesen Bereich ungefähr, den ich abchecken muss. Aber ja, sind wie viele Leute an mir vorbeigefahren? 3 Stück oder so. Und die haben die natürlich auch nicht bemerkt, was ich ein bisschen ätzend finde, denn wenn ich hier herumfahre, ja. Ich meine, ich stand ja nun in der Position, wo ich tatsächlich im Kampf war, sag ich mal. Aber die, ja, die schippern hier so rum, ja, gucken nur voll, nur geradeaus. Scheiß drauf, was an den Seiten kommt. Ich bin manchmal sehr enttäuscht von meinem Teammitgliedern. Ich sneak immer hier um die Ecke. Ich will auch jetzt nicht so wirklich jemand, der pusht. Also, wie gesagt, ich bin lieber etwas vorsichtiger. Ich fahre damit auch eigentlich relativ gut. Ich konzentriere mich dann so nebenbei so ein bisschen auf Survival, weil ich meine, man kann 3 Panzer jetzt auswählen. 3 Panzer in der Schlacht hat man. Aber ich versuche halt eben immer mit einem durchzukommen, auch wenn ich halt mal keinen Kill kriege. Repair!
schnappen sich A. Ich fahre gerade schon wieder total unüberlegt. Ich schaue mir immer zwischendurch auf die Karte, weil er trottelt hier nämlich direkt an dem schweren Panzer vorbei, der da stand. Kommen wir hier rein. So, was machst du denn da? Du bist ein leichter Panzer und hast dich. Das ist keine Lust, dich mit dem hier anzulegen, was? Komm. Disabled. Jetzt fährt er zurück, weil er Bescheid weiß. Was? Und er macht jetzt. Ja, er hat den Kill gekriegt. Scheiße. Wie gemein. Eigentlich hätte den das jetzt gerade mein zweiter Schuss ausschalten müssen, ne? Also, muss ich ja mal sagen. Komme ich da durch? Nee. Versuch war es wert. Ja. Das sieht gerade nicht gut für uns aus. Da sehe ich doch den Saft. Oh, wow. Weißt du, wenn er dann wenigstens schießen würde? Danke. Ja, manchmal ist es echt fies. Also, ich habe mir gestern, habe ich mir halt eben einen Premium-Account gekönnt für einen Tag. Und ja. Ich muss ja sagen, ich war davor ja eigentlich, bevor ich ihn gekauft habe, war ich ja eigentlich tatsächlich, muss ich sagen, ziemlich gut sogar. Und prompt in dem Moment, als ich mir den gekauft habe, habe ich grundsätzlich jede folgende Schlacht verloren. So, okay. Wer ist denn? Ah, da kommt noch was. Nicht gut. Wenn wir nicht. Komm. Nein, ich habe gerade geklickt. Schade. Oh Gott, da ist ja fast schon die Zeit um. Okay, soll ich noch eine dranhängen? Ja, schauen wir mal. Ich habe ganz oft Eastern Europe. Also die Map. Das Map-System ist ja auch irgendwie ein bisschen komisch. Also es gibt halt ein paar Maps. Ja, ich denke mal TK 10-mal so viel wie World of Tanks. Nein, weiß ich nicht, aber es gibt schon eine Handvoll. Und es kann aber allerdings auch sein, oft ist es so, dass du dann aus einer Handvoll Maps, ja, die ganze Zeit immer nur eine von diesen Maps kriegst. Obwohl die anderen Maps kommen überhaupt nicht dran. Total komisch. Das ist so überhaupt nicht ausführlich. Ich bin nämlich eigentlich nicht so ein Stadtfan. Und immer mal Conquest ist das. Wir müssen A erobern. Wenn wir da lang. Hey. Die fahren ja auch wie Trottel. Guck mal, da ist ein Panzer 2.
Das kann ich jetzt zum Beispiel knicken mit meinem Panzer 4H. Dann könnte ich höchstens von der Seite irgendwie was. Schau mal, was es die hier als schwere Panzer haben. Das ist alles kein Problem. Der IS-2 Mod 1940 weiß ich nicht. Ansonsten ja, ist das okay. Aber von Teilen Tiger 2 sich mit dem anzulegen, das ist schon heavy. So, dackeln wir hier mal entlang. Ich muss sagen, so für den Panzerkrieg und so im Zweiten Weltkrieg habe ich mich, interessiere ich mich total viel. Also, finde ich richtig cool. Was ist da vorne hier? Nein, zu tief. Da habe ich wahrscheinlich in den Panzer getroffen. Jetzt machen die mich platt. Hier ist noch der Panzer. Schauen wir mal, ich habe nachgeladen. Der Tiger hat so eine Schwachstelle. Hier müsste die ungefähr sein. Genau da, aber scheiß drauf, kein Schaden. Dachte jetzt einfach mal. Verstehe ich nicht. Wir machen jetzt glaube ich platt. So, ich weiß nicht, ob ich den Schützen von denen ausgeschaltet habe. Aber ich werde auf jeden Fall länger nachladen. Es ist manchmal tatsächlich schwierig. So, nehmen wir den Panzer D. Kämpfen uns hier mal wieder nach vorne. Aber immerhin, A gehört uns. So, wird wahrscheinlich ein bisschen längeres Video, aber macht nichts. Ich ändere das gleich. Während ich die dritte Episode von Ash vs. The Evil Dead mir anschaue, was eine sehr schöne Serie ist, ich glaube, der Tiger, den wir da gerade gesehen haben, ist immer noch der von... Nee, Fit, oder? Panther D. Der kümmert sich um den Panther D. Zombie und... Ich schau mal, ob ich hier was... Oh. Na gut. Das war ich nicht. Also, genau, gib mal alles. Oh, Fantasie. Ne. Wir sichern lieber Punkt A. Kommt ihr hier rüber? Oh. Oh, 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 oh. Scheiße. Normalerweise, also meine klügste Strategie ist immer erster Schuss in den Turm rein, damit ich den Schützen und so ausschalte. So, jetzt fährt er vor. Er hat den Schuss abgekriegt. Erster Schuss in den Turm rein. Okay. Ausgeschaltet. Sehr schön. So. Aber der nächste. Oh, da ist noch einer.
Irgendwo einfach mit drin gehen. Dann schaue ich hier. Oh, da oben ist noch einer. Müssen wir aufpassen. Oh Gott, ein US-2. Schauen wir mal hier um die Ecke. Da. Wenn ich gerade das Gelbe vom Ei. Wir müssen auf den US-2 da oben aufpassen. Kommt ein Tiger. Scheiße. Fahrer habe ich getroffen. Das ist gut. Und er macht mir jetzt platt. Auf. Schießt den Turm rein. Nein, er hat meinen Turm ausgeschaltet. Und da oben ist gleich die S2. Wetten. Ach, verflucht. Nein, nicht so weit kommen. Komm. Ja, pass auf, es gibt Gummi. Mal schön gucken. Den Sack, den Osten, kann ich gleich noch übernehmen. Den hat schon zerlegt. Sieht halt ganz gut für uns aus. Dieses Reparieren, das dauert immer Ewigkeiten. Man ist so aufgeregt. Man muss dann hier 5 Sekunden, 4, 3, 2, 1. So, der da hinten steht, wenn der nicht gerade zerstört wurde. Oh. Scheiße, ganz ungünstige Position. Wir haben, glaube ich, platt gemacht, ne? Aber schon. Und der kraftvolle Akt, rückwärts zu fahren. Sneaken hier um die Ecke. Der Fall sind erledigt. Also. Da, mein Freund, den siehst du, obwohl bis ein paar Tiger 2. Oh! War nicht so schön. Zack. Das stimmt und hat Nase glücklich. Komm, geh da mal aus dem Weg hier. Ach, ich muss noch nachladen. Aber er hat mich nicht bemerkt, glaube ich. Doch, er hat mich bemerkt und der andere Panzer hier ist kaputt. Die Turm reinkommt. Nein, ich bin jetzt hier. Scheiße. Ich habe nur noch eine Crew von 2, aber egal, wir haben gewonnen. Okay. Dann möchte ich mit euch natürlich auch die realistischen Schlachten machen. Heißt also ohne diesen Marker, diesen Zielmarker, und ohne dass man die Umrisse sieht und ohne dass man die Schriftzüge sieht. Und ich denke, das mache ich in der nächsten Folge. Und hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Ich werde jetzt schon rendern gehen. Bis zum nächsten Video. Tschüss.